heute genannt wird. Und Sie sehen auf der anderen Seite schwere Stürze, unter anderem von Pierre-Emmanuel Dalsin, dessen Bindung aufgeht bei einem der unzählbar vielen Schläge. Ausfahrt des Steilhangs. Der Franzose bleibt allerdings unverletzt. Die Streif verbreitet in diesem Jahr Angst und Schrecken. Auch für Hans Olsson aus Schweden, der an der Hausbergkante zu Sturz kommt. Aber auch ihm passiert glücklicherweise nichts. Dann Stefan Keppler. Vor wenigen Minuten aufgrund der vielen Unterbrechungen erst losgefahren. Der Wahlmünchner von der Schwäbischen Alb bei seinem Kids-Debüt im Bereich der Abfahrt. Gestern ja geschlagen im Super-G. Heute zumindest den Versuch unternehmen, hier Weltcup-Punkte zu ergattern. Auch er auf einem Ski bei der Ausfahrt des Steilhangs. Unten noch mit einer respektablen Zeit hier an der Hausbergkante. Auch da sitzt er noch einmal tief ab und hat dann Glück. Schauen Sie sich das an, dass er überhaupt noch das Tor erreicht. Stefan Keppler einmal mehr mit ordentlichen Zeitzeiten. Am Ende ist er momentan auf Position 30. Kitzbühel 2008 ist eine Mischung aus Spektakel und Debakel. Auch was Stefan Keppler hier noch erspart bleibt für Johannes Steele aus Obermeiselstein, meine Damen und Herren, der hier zu Sturz kommt. Den zeigen wir Ihnen noch, weil es gerade in diesen Sekunden passiert ist. An einer Stelle, an der es zuvor noch keinen anderen Läufer abgeworfen hatte. Das sind die Reaktionen auf Kitz 2008. Ja, es war wieder große Freude, darunter zu fahren. Das Einzige, was mich schon ein bisschen rausgebracht hat, war der schwere Sturz da. Vom Scott McCartney, weil der hat schon sehr schrecklich ausgeschaut. Und ja, da sieht man wieder, wie schnell das eigentlich gehen kann. Und darum bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich bin bis zum Hausberger super Rennen gefahren, speziell wieder den Mittelteil. Und den unteren Teil habe ich leider Gottes dann schlecht gefahren. Didier Küsch, der erste Weltcup-Sieg in Kitzbühel 98, der bislang letzte, heute jetzt bei der berühmt-berüchtigten Streif. Haben Sie schon drüber nachgedacht? Über ein Wochenendhaus hier vielleicht? Es ist unglaublich, nach 10 Jahren, gut, ich bin vielmal auf Podest gewesen hier und ich habe diese Strecke immer gern gehabt, aber dass ich heute Gewinn habe, kann ich immer noch nicht fassen. Gibt es Phasen im Leben, da läuft es einfach? Ja, glaube ich auch. Es gibt Phasen im Leben, wo überhaupt nicht läuft und wenn man richtig tief ins Loch ist. Aber man muss immer dran glauben, dass irgendwann der Wind kehrt und für mich hat er effektiv seit 2 Jahren blase ich in eine andere Richtung und bin ich umso mehr froh darüber. Einer, der heute ein bisschen Pech hat, der war der Scott McCartney mit der Startnummer 2. Haben Sie das mitbekommen, wie der gestürzt ist und was kann man dazu sagen? Ja, ich habe mitbekommen, weil ich war im Gondel und ich habe immer zugeschaut und niemand ist gefahren. Und dann habe ich gedacht, oh, irgendwo ist einer gestürzt und habe gemerkt, dass es im Ziel war. Und wenn ich oben war, Nummer 3 ist immer noch nicht gestartet gewesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch Geduld zeigen. Ich habe mich kurz informiert, über was war das Problem. Ich habe gesehen bei Besichtigung, dass der Sprung voll umgebaut war, dass er weniger weit springt. Und dann habe ich mich wieder konzentriert. Danke, Didi Küsch. Viel Spaß beim Feiern. Merci. Ein Rennen zwischen Genie und Wahnsinn, meine Damen und Herren. Wolfgang Hartwornik und Markus Wasmeier, bitte. Markus Wasmeier, Didier Küsch, der große Triumphator auf der Streif 2008. Er hat bestimmt kein perfektes Rennen hier runtergebracht. Kann man sagen, er hat gewonnen, weil er die wenigsten Fehler von allen gemacht hat? Die wenigsten groben Fehler, kann man sagen. Die anderen waren alle zum Teil schneller, haben aber dann einen extremen
ja, Fehler reingebaut und dadurch sehr, sehr viel verloren. Und das war eigentlich das heutige Kitzbühel. Und wenn man die Stürze sieht, und da muss ich ganz ehrlich noch ganz kurz anhängen, Steele ist jetzt gerade wieder ins Ziel reingefahren, also denen geht's gut. Falls einer den Sturz gesehen hat, da wird es einen ja immer mulmig zumute. Jetzt schauen wir uns aber die Analyse an von diesen extremen Wechselbad der Gefühle des Rennens, und zwar Bodie Miller. Alleine wie er hier auf diese Bande fährt, Gott sei Dank ist diese Bande befahrbar, aber man sieht es dann schon, wo er wieder auf den Schnee kommt, dass die Bande sehr gebremst hat, also das hätte ihm fast verdreht. Und das schauen wir uns mal in der Überblendung mit Küsch, Bodie Miller links im Bild. Küsch hat natürlich eine viel engere Linie, was das alleine, unglaublich, dass er das wirklich ohne Sturz überstanden hat. Und jetzt schauen wir mal, wie Küsch auf einmal davon zieht. Klar, da gehen ihm sofort 10 Stundenkilometer ab und das macht natürlich auf die Länge viel aus. Jetzt aber im Hausberg, Küsch fährt eine weitere Linie, Bodie Miller ist wahnsinnig eng. Man sieht auch die Position jetzt, Küsch treibt ganz nach unten und Bodie kann oben bleiben und kann dabei sehr, sehr viel Geschwindigkeit machen. Sie sind zwar jetzt noch gleich auf, aber man sieht, Bodie wird immer schneller und hängt Küsch ab, und Bodie war dann fast 7 Stundenkilometer schneller wie Küsch, und das bringt er natürlich ins Ziel sehr, sehr viel rein, und da hätte er fast es noch aufholen können. Also es war wirklich eigentlich ein spannendes Rennen. Markus, herzlichen Dank für deine Analysen. Du bist heute selber noch im Einsatz bei deinem berühmten Charity-Rennen. Da wird Geld gesammelt, liebe Zuschauer, traditionell in Kitzbühel. Wir wollen natürlich nochmal auf Scott McCartney schauen, auf den US-Amerikaner, der so schwer gestürzt ist und ins Krankenhaus abtransportiert worden ist. Der Axel Müller hat sich darum gekümmert und natürlich auch um Reaktionen. Ja, dem stockt allen Zuschauern kaum, dass das Rennen begonnen hat. Der Amerikaner Scott McCartney mit der Startnummer 2 hebt mit 140 ab, zeigt nach dem Aufprall keine Reaktion. Dann hat es ihn in der Luft verdreht, da hat er nicht mehr korrigieren können, und dann hat es ihn auf die Seite runtergehauen. Also es hat schlimm ausgeschaut und er hat keine Bewegungen mehr gemacht. Das war natürlich sehr tragisch. Hoffentlich hat er sich nicht so viel getan. Also sie haben ihn jetzt ins Spital geflogen. Ich glaube schon, dass alles wieder in Ordnung kommt. Ist der Skisport sehr gefährlich, speziell hier in Kitzbühel, gefährlicher als zu Ihrer Zeit? Nein, das war immer so. Diese Stürze hat es immer gegeben, zu allen Zeiten. Am Zielsprung wurde die ganze Woche gearbeitet. Immer wieder abgetragen blieb er noch immer mehr als spektakulär. Fahrfehler bitte nicht. Los, ganz ausschließen kann man nie etwas, aber ich hoffe, dass das einigermaßen glimpflich gelaufen ist. Es war schon ein Schock, den Sturz zu sehen. Risiko zu groß, gerade so in Kitz, wo alle auf das Spektakel setzen? Nein, sicher nicht zu groß. Die Piste ist seit eh und je ein gewisses Risiko. Aber ich glaube, im Normalfall schafft ein Athlet das wirklich. Also von zu großem Risiko in Kitzbühel, nein. Aus der Innsbrucker Uniklinik verlautete, dass McCartney keine Brüche oder sonstigen schweren Knochenverletzungen erlitten hat, aber wohl ein schweres Schädeltrauma. Genau das können wir bestätigen. Vor wenigen Sekunden hat uns Franz Schellhorn, das ist der Vizepräsident des österreichischen Skiverbandes, gesagt, er hat mit seinem ehemaligen Mannschaftsarzt gesprochen. Schwere Schädel-Hirntrauma, Gehirnschwellung. Er war lange bewusstlos, ist mittlerweile aber wieder ansprechbar, hat aber zum Glück keine inneren Blutungen und keine Knochenbrüche. Wir werden Sie in der ARD natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Das war die Streif 2008, das berühmte Hahnenkammrennen. Schön, dass Sie bei uns waren, liebe Zuschauer. Morgen melden wir uns von gleicher Stelle wieder mit dem Slalom, und dann geht es auch um die berüchtigte Kombination von Kitzbühel, denn nur der Sieger aus Abfahrt und Slalom ist hier der richtige Hahnenkamm-Sieger. Bis morgen, wenn Sie mögen, bei uns im Ersten geht es genauso weiter. Jetzt im Ersten Duell am Teufelsberg. Thomas Morgenstern und Janne Ahonen, die Top-Favoriten in Hararov.